Wunderschönen guten Tag. Meine Fresse, sehe ich fertig aus. Voll dreckig. Ist dreckig aus. So dreckig bin ich gar nicht. Ja, also wie gesagt, Frau kommt heute Mittag in die Mittagspause zu mir. Erzählt mir, sie hat einen wunderschönen Platz gefunden, weil wir morgen eh in die Richtung wollten. Also fahren wir jetzt direkt nach der Arbeit, nach dem Duschen, packen wir alles zusammen und fahren da runter. Man tut sehr viel für eine zufriedene Ehefrau. Ich packe jetzt mal alles fertig zusammen. Und dann geht's los in Richtung, wie hieß der See? Federsee. Da will sie unbedingt hin. Keine Ahnung, ob man es sehen kann. Okay, das war keine Kuh, das war die Jule. Wir haben echt einen krassen Sternenhimmel. Aber keine Ahnung. Meine Frau flucht wieder die ganze Zeit. Wir sind angekommen, bauen uns gerade auf. Ich glaube, so arg viele kennt ihr nicht. Ist auch echt schon spät. Und morgen geht's an den See und irgendwas mit einem Wackelwald will sie machen. Und in so einem Drift-Rodeo gehen wir. Da driftet ein Freund von uns mit. Und schauen dem noch ein bisschen zu. Aber jetzt erstmal aufbauen. Dann kriegt Jule was zu essen, weil dann beruhigt sie sich wieder. Und dann, ja, sind wir weiter. So. Jule, was sagst du? Es gibt erstmal Essen. Ja, endlich. Endlich, ich hab Hunger. Oh ja, ich hab Hunger. Wir haben echt coolen Spot entdeckt. Da ist auch so ein Grill und eine Sitzbank. Ist echt schön gemacht. Ja. Ja, aber wir sind leider angekommen, weil es schon dunkel war. Wir haben Hunger und somit gibt es jetzt das geilste Fladenbrot der Welt vom Lidl. Ich weiß nicht, ob das das geilste ist. Doch, das ist schon, schon übelst lecker. Natürlich ist es lecker, aber ich glaube vom Türken da, wo wir mal gekauft haben, ist auch voll lecker. Ja. Das war ein Burnout. Das war ein Burnout. Wir essen jetzt erstmal. Was zum Teufel ist das? Ja, also nachdem ich vielleicht hört man es an meiner Stimme, kurz gedacht habe, ich wäre der erste Mensch, der offiziell in Kontakt mit Außerirdischen kommt und von jetzt an sich mein Leben ändert und ich bei der NASA involviert bin, Top Secret. Ja, es ist einfach nur Starlink von Elon Musk. Blöd. Erstmal in Ruhe einen Kaffee und dann hast du jetzt keinen Zucker. Okay. Ist ja nicht so stark. Nicht so stark. Gerne, ich bin Halbschlaf. Ja, also zur kurzen Erklärung. Wir sind heute Nacht ins Bett gegangen. Scheinbar waren wir in einem Schnakenschwarm oder Stechmückenschwarm. Somit wurde ich die ganze Nacht bis morgens 5.28 Uhr komplett verstochen. Und ab da konnte ich dann 3 Stunden schlafen. Ja, also so die nächsten 30 Minuten ist mit mir nichts anzufangen. Also ich glaube, hier bei der Augenbrauen haben sie mich gestochen. Mich haben sie hier gestochen. Ich habe die nur ein einziges Mal gehört oder zweimal. Die haben mich so oft in meine Hand gestochen, dass meine Hand wehtan hat. Und dann sind sie ein paar Mal in meinem Kopf rumgeflogen. Oh, das ist schon gemein. Um 5.30 Uhr bin ich ausgerastet, habe alles tötet, was ich gesehen habe. Ja, da war ich dann auch wach. Und irgendwann bin ich eingeschlafen. Und dann ab da habe ich, also 3 Stunden habe ich mega geil geschlafen, davor zum Kotzen. Jetzt will ich das beim Kind. Mach's nochmal, ne? Ja, klar. Na klar. Nimm mein Kabel, dann geht dann jeder drauf. Da ist eine Katze da drüben. Wenn jetzt eine Wespe kommt, dann flippe ich aus. Hörst du das? Die ist da unten. Ach nö. Doch, das sind 2. 3. Wahrscheinlich stehen am Tisch ein Wespennest. Da haben wir mal schon gestochen. Und?
Wie war deine Nacht? Gut. War gut? Ja. Hattest viel Platz? Ja. Ja, nachdem ich mich dann ein bisschen erholt hatte, ging es zu unserem Frühstück. Julia hat gestern so Retterbeutel gekauft mit Obst drinne und da waren Kaktusfrüchte drinne. Ich habe irgendwie, weiß nicht, fand es irgendwie echt ekelhaft. Keine Ahnung, vielleicht haben wir es auch falsch gegessen, weiß ich nicht, aber meins war es absolut nicht. Und danach ging es eigentlich auch schon los zum Zusammenpacken und auf dem Weg zu unserem ersten Ort, wo wir hin wollten. Was packst du jetzt aus? Hä? Oh, ich dachte, das springt. Mach einfach so, gell? Keine Ahnung. Wuhu! Was ist da jetzt weggeflogen? Ach, dass du es verankern kannst. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir das dann wieder rein? Sehr schön. Das ist unser Duschzelt und wir machen unser Geschäft. Wir machen unser Geschäft. Ja, du willst ja nicht, dass, keine Ahnung was, dass man dich sieht. Das finde ich jetzt seltsam, wenn du mich dabei filmst. Echt? Das gehört aber auch mit dazu. Wir haben eine Trockentrenntoilette. Da kommt Pipi rein. Da kommt jetzt noch eine Tüte rein. Ein bisschen. Echt? Ja. Da kommt eine Tüte rein. Dann kommt da irgendein komisches Streu drüber. Dann kommt. Ja. Sein Stuhlgang drüber. Das genau, das kann ich nicht wissen. Ja, aber so funktioniert das halt. Viele fragen sich, Wo ruft er seinen Stuhlgang hin damit? Nein! Das ist halt nun mal so. Das macht jeder und du willst ja hier nicht, keine Ahnung, wie ein Hund auf die Wiese machen. Und es dann wie, ja. Warum nimmt man eigentlich einen Hund immer als Negativität? Wieso als Negativität? Du willst es ja nicht tun, so wie der Hund. Als würdest du ein Geschenk verpacken. Jetzt ist schon ein Geschenk. Für wen? Ein Geschenk Gottes. Ah, okay. Das ist das Streu. Aber davon ist Michi nicht so überzeugt. Nee. Warum? Weil es stinkt, oder? Ja, man sagt ja, das sollte danach nicht mehr riechen, aber. Das riecht. Halte ich für ein Gerücht. Und es fusselt halt echt überall. Ja. Achso, und das war's. Den Urinbehälter sollte man aufmachen, ne? Ja, beim ersten Mal hat es nicht so geklappt. Echt? Hä? Echt? Ja. Hast du echt? Ja. Und vielleicht, wenn du da reinfilmst, sollte man es abändern. Ach das, so. Das kleine Loch ist vorne. Kann Probleme geben mit dem großen Geschäft, dass das runtergeht. Das kleine geht runter, aber scheitert dann überall. So, fertig. Abfahrt. Da hängt überall Streu dran. Ja? Gut. Ja. Okay, Jule. Nein. Ich will doch nur sehen, wie du da reingehst. Ich will doch nur sehen. Okay, jetzt filme ich deine Arschritze schon. Allzeit bereit, der Michael. Thank you.
Das Wetter spielt mit. Und Michi rennt schon wieder richtig durch. Der kann einfach nicht entspannen und langsam hier durchlaufen. Ja, ist schon ziemlich viel los. Wir sind am Moor, am Federsee. Wie geil ist das? Man kann einfach alles sehen. Und laufen jetzt zur Aussichtsplattform zum Federsee. Ja, also diese Plattform war schon ganz cool. Da hinten sieht man ein Bild, da geht es noch weiter. So ist es mega klar für die Natur und so weiter. Krass, sieht auch viele Tiere. So ein aufregendes Highlight ist jetzt aber nicht, würde ich jetzt sagen. Da war der Wackelwald, der jetzt dann kommt, ziemlich krass geiler. Und Michi quietscht nicht mehr so laut. Michi und die Natur. Ja, einfach mal einen Baum umarmen. Ja! Wie fühlt es sich an? Jetzt wahrscheinlich hast du Harz im Gesicht kleben an deinem Bart. Ja, ist ziemlich hart. Der Baum? Aber das soll gut sein. Ja, ich habe mich gerade richtig. Richtig? Einfach mal einen Tannenzweig. Aber irgendwelche kannst du wirklich essen. Ja, die Jungen. Ja, das sieht doch jung aus. Echt? Probier doch mal. Weißt du, was ich damals in McFlurry, in McDonalds mit Kippen. Bäh! Für 50 Euro kriegst du. Nee, mal für 50 Euro würde ich das machen. Wie geht's? Oh mein Gott, ich spüre das voll. Ja. Aber wenn ich das mache nicht? Hm? Boah, da wird mir irgendwie schwindelig im Kopf. Jetzt hüpf mal und jetzt krachst du durch. Geil. Wow. Echt jetzt durch den Matsch. Wow, das wird immer schlimmer. Du bist mutig. Oh, Michi! Deine Schuhe werden dadurch jetzt nicht sauberer. Na. Komm, sei ein bisschen mutiger. Komm, noch ein kleines Stück rein ins Moor. Flupp! Wir sind in Bad Buchau. Im Wackelwald und mein Gehirn verkraftet es nicht, dass der Boden so wackelt. Ich kann nicht auf den Boden gucken. Ich fühle mich, als wäre ich echt krass betrunken. Boah, Michi macht es anscheinend nichts aus. Okay, hier wird es besser. Crazy. Kleiner Power-Snack und Kaffee. Ja, Michi, nach purer Entspannung und sehr viel Natur geht's jetzt ganz woanders hin. Thank you.
aus Sonnencreme, Schweiß und Reifenstückchen Gummi auf uns haben. Und ich echt so bin, dass ich jetzt